Die Kammeroper Jakob Lenz von Wolfgang Riem setzt die Figur des Jakob Lenz in den Mittelpunkt. Das war ein Dichter der Sturm- und Drangzeit, ein Zeitgenosse Goethes, der sehr vielversprechend in seiner Karriere gestartet ist und dann einen frühen Schub von paranoider Schizophrenie erlitten hat und dessen Komet dann sehr schnell zum Sinken kam. Hätte ich einen Weg für mein Inneres, aber ich habe keinen Schrei für den Schmerz. Er verliert die allgemeingültige gesellschaftliche Realität und geht immer mehr in seine eigene innere Realität ein. Also Riem hat so schön geschrieben, Jakob Lenz ist eine Figur, der mehrere Bühnen in sich trägt. Und wir sehen eigentlich im Verlauf des Abends, wie diese inneren Bühnen immer stärker ziehen und er immer stärker in diese Welt eintritt und quasi sich von der allgemeingültigen Realität löst. Und diesen Prozess zu beobachten, finde ich sehr spannend und interessant. Ich glaube, dieses Stück ist für jeden geeignet. Dadurch, dass diese Musik eben so stark emotional wirkt, kann die auch jeder Mensch ohne musikalische Vorbildung hören.